Let's Play in the Dark Mode, Folge 28 bei Sofa Game mit mir, dem Säcker. Einäugige Wache, mal wieder. Echt ziemlich cooles Model. So, wir holen unser Glück einfach mal gerade jetzt hier. Nicht wenn er gerade in die Richtung guckt. Ich will jetzt hier links um die Ecke rum und an den Schlüssel da hinten ran. Wir sind immer noch in der Villa. Bin ich jetzt im ersten Stock und hier sind ganz schön viele Wachen unterwegs. Okay, hat er das gesehen? Nee. Sieht er mich? Ich hoffe mal nicht. Hier ist schön dunkel. Ich hoffe nur, jetzt kommt gleich kein anderer, der hier irgendwie lang will und über mich stolpert. Das wäre echt bitter. So, jetzt müssen wir ihm hier irgendwie seinen Schlüssel abnehmen. Ich weiß nicht, wofür der Schlüssel da ist, aber das kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein. Nehmen wir uns den Clown. Der Captain's Key, den haben wir erstmal. Ganz unauffällig. Ja, kannst wieder gehen, dankeschön. How's your shift going? Aber wie viele Wachen hier rumlaufen? That's an odd noise. Ja, das bin ich. Ich bin ein bisschen laut gerade. Wie wir da durch die Tür durchkommen, keine Ahnung. Allgemein muss ich erstmal gerade mir überlegen, wo ich überhaupt hin will. Vielleicht erstmal da hinten irgendwo lang. Hier aus dem Hauptgang weg. Oder ich versuche gerade erstmal zu lesen, was auf dem Zettel da steht. Gucken wir nochmal, ob wir das hinkriegen. Ohne dass er mich sieht. Okay, also das ist der Raum von Lord Cloist, dem Gouverneur, glaube ich. Den sollen wir nicht stören, da steht extra eine Wache vor. Ja, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Da werde ich jetzt, glaube ich, noch nicht reingehen. Ich werde erstmal irgendwie gucken, ob ich irgendwo hier hinten lang kann. Hammer, wie viele hier rumlaufen. Erstmal mindestens drei, die auf Patrouille sind. Oh Gott. Hey, let's get him. Take that. Ja, gut, das klappt schon mal nicht, auf der Seite zu stehen. Ja, das ist immer so ärgerlich, wenn die nicht genau in der Mitte lang gehen. Hast du da keine Chance. Ja, aber schnell die Seite gewechselt hier. Okay, hat scheinbar geklappt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der hier überall patrouilliert und wenn der hier wieder abbiegt, ob er dann auch so bescheuert hier lang geht. Nee, tut er erstmal nicht. Was ist da ein Noise? Hier ist kein Geräusch. Vielleicht ist das auch eine Tür zu dem Raum. Das wäre natürlich praktisch, weil da müssten wir nicht da so rum. Aber ich mich eigentlich erstmal noch hier in den anderen Räumen umgucken. Erstmal da in die Tür rein. Nicht hier gleich dem Lord auf die Eier gehen. Okay, ist das auch irgendeine Schlafkammer oder Schlafzimmer? Aber scheinbar nicht dann das von dem Lord. Okay. Machen wir erstmal auf jeden Fall das Licht aus. Ich habe jetzt mal gar nicht gesehen, dass da sogar Rauch aufsteigt. Da irgendwo ein Dings hier. Das nehmen wir erstmal alles mit. 1000 Gold haben wir. Wie viel sollten wir nochmal klauen? 1800 oder so? Schauen wir gerade mal. Ja, 1800. Also 800 fehlen uns noch. Die wir noch irgendwie organisieren müssen. War der eben eigentlich in dem Raum drin, wenn der hier lang passiert? Oder steht nur außen vor? Ich hoffe mal nur außen vor.
Wenn nicht, wissen wir es gleich. Spielen interessiert mich jetzt nicht so. Noch irgendwas. Was ist das da? Okay, eine Statue. Schrank kann man nicht öffnen. Okay, da ist uns auch nichts drauf. Ja, okay. Dann gucke ich mir nochmal den anderen Raum an, der am anderen Ende von dem Gang war. Schön hier in die Ecke. Shouldn't be so dark in here. Ja, es ist schon richtig, dass es eigentlich nicht so dunkel sein sollte, aber ich finde das besser im Dunkeln, weißt du? Ja, und gehen wir wieder schön. Das ist der, der hier alles patrouilliert hier oben. Also geht scheinbar auch in die Räume rein. Die Frage ist, ob er auch in den Raum mit dem Lord geht, mit dem Gouverneur. So, letzter Raum auf der rechten Seite hier. Jetzt erstmal hin. Das ist wieder der normal hier patrouilliert, gegen den ich eben gegengebumpt bin. Okay, ich dachte schon, der kommt wieder übers Ganze hier rüber. Dem können wir jetzt eigentlich quasi folgen. Okay, also der geht nicht in die Räume, definitiv. Der andere ist erst in die andere Richtung verschwunden. Das sollte dann okay sein. Doch wieder hier von dem Disturb the Captain das absolutely necessary. Okay, das ist also der Wachraum vom Captain. Also nicht das Zimmer vom Lord. Da werden wir wahrscheinlich den Schlüssel für brauchen, korrekt. Gehen wir doch erstmal hier rein. Und der Schlüssel zu Archibald's Room. So. Es gibt ein Ketzerproblem im Forst oder ein ungläubigen Problem im Wald. Die Waldleute. Okay. Okay. Ja, die Untoten auf dem alten Friedhof, die haben wir ja auch getroffen. Die werden da scheinbar beschworen. Ja, und einer der Wachen, der Jobe. Jonah Job will die Bilder rufen, damit sie sich dem annehmen. Als, ja, gläubige Gruppe. Die wären da eigentlich für zuständig sogar. Was haben wir hier? Was wir mitnehmen können? Das haben wir gerade durch die Textur durchversenkt. Ich hoffe, da war nicht irgendwas drin, was wir brauchen. Okay. Ja, das wäre natürlich nicht so cool, wenn er wie ein Untotenproblem sich hier vor der Wohnung breit macht. Das Tagebuch des Captains. Da wirft man auch mal schnell einen Blick rein. Ja, was zu tun war, Billys Körper musste verschwinden, oder die Leiche. Ist erledigt. Die Patrouillen sollen verdoppelt werden, passiert morgen. Drei neue Bewerber auf die Wachposten gibt's hier. Und Poker soll gespielt werden. Neue Schwerter hat er bestellt für die neuen. Billys Belongings, also seine Wertsachen und so, wurden abgeholt. Ja, und scheinbar wurde der Nathan in den Selbstmord getrieben. Der Captain ist da eingeweiht. Ja, wir haben es da draußen gesehen, dass er sich umgebracht hat. Und wir haben, ja, das erklärt die unterschiedlichen Uniformen. Das ist nämlich hier Verstärkung von den City Guards, das von der Stadtwache geholt wurde. Okay, der Lord hat irgendwo hier scheinbar ein Geheimnis. Und der Captain ist da auf jeden Fall mit drin. Die Cashbox von Nathan. Den Schlüssel hat er.
Ja, die Cashbox weiß ich, wo die ist. Also es war wohl ein Kumpel von Billy, der Nathan, und der hat ja dann die Leiche gesehen und auch gesehen, welchen Zustand die war. Und wurde dann wohl hier von dem guten Captain in den Selbstmord getrieben, damit das ja, nicht irgendwie auffällt. Was drin? Nee. Also hier geht's ganz schön zur Sache, so mit Bescheißen. Gegenseitiger Verrat. Die Brille brauchen wir auch schon. Interessant. Ja, dann bleibt noch ein Raum hier oben. Der Schlüssel, den ich aufgesammelt habe, ist aber nicht der... Nee. Das ist noch nicht der Schlüssel, den wir brauchen, um die Cashbox zu öffnen. Der muss irgendwo noch hier im Haus sein. Da muss ich mich dann nochmal umschauen. Das ist in Ordnung. Dann gehen wir da nochmal rein. Bei wem auch immer wir jetzt hier sind. Aber er schläft. Finde ich voll in Ordnung. Oh, können wir das knacken? Konnten noch gar nicht so viel knacken hier irgendwie. Jetzt hätte er einen bisschen immer gerne in diese Pötte mal rein. Ob hier noch irgendwas liegt. Nee. Ist sonst nichts drin. Wer ist er denn? Vielleicht irgendwie der Sohn oder Neffe des Gouverneurs, man weiß es nicht. Oder sein Priester, der hat ganz schön viele Bildersymbole hier im Start. Speichern wir nochmal, bevor wir hier an den rangehen. Okay, keine Ahnung, wer das ist. Is that a noise? Nein. Oh Gott. I thought I heard something. Kannst du wieder schlafen legen? Nichts passiert. Nothing after all then. Ja, genau. Das lassen wir mal hier so liegen. Ja, okay, so möchte ich auch mal einschlafen können. Weil ich wahrscheinlich etwas beunruhigter wäre, wenn ich irgendwelche Geräusche von runterfallenden Vasen in meinem Zimmer hören würde. Zum einen, weil ich keine Vasen habe, aber auch zum anderen, weil das meistens auf nicht so normale Quellen zurückführen lässt, das Geräusch. Ja, dann haben wir diesen Flügel quasi abgearbeitet. Checken wir mal den anderen raus. Wenn wir heil rüberkommen. Versteht sich. Mal gucken, was die Wache jetzt hier so treibt. Oh, habe ich da oben schon geguckt, ob ich da irgendwas klauen kann von? Ich glaube nicht. Nee. Nicht wirklich.
Aber der Captain ist auch ein bisschen komisch. Er hängt einen Zettel an seine Tür, dass er nicht gestört werden will, und hängt hier in der Lobby rum. Kommt gerade die andere Wache. I'd best remember to do that. Ja, wo ist so Hummer? Er sich da so erzählt. Jetzt kommt er natürlich gerade zurück. In welche Richtung guckt er denn jetzt? In unsere leider. Irgendwie hier in den Raum, aber ob ich an der Wache vorbeikomme, keine Ahnung. If there is any trouble tonight, I'll be ready for it. Ja, ich versuche keinen Trouble zu machen, aber das lässt sich jetzt vielleicht hier gerade nicht vermeiden. Weil das Stück von hier nach da drüben ist nicht vorbei. Vielleicht sieht der mich nicht. Probieren wir mal mein Glück. Nur der wird mich hundertprozentig sehen, wenn ich da neben ihm in das Ding rein will. Vielleicht gibt es immer noch einen anderen Weg in das Zimmer von dem Lord. Dreh dich mal bitte wieder um. Der Kante. Okay. Right. Hier geht das mit noch runter. Also der geht wirklich scheinbar Erdgeschoss, Obergeschoss, durch einmal durch alle Räume durch. Das heißt, den kann ich jedes Mal treffen. Sehr gut. Nein, ich hänge an der Ecke. Oh mein Gott. Gut, dass der ein bisschen blind ist. So, dann checken wir jetzt erstmal da hinten die Ecke aus. Da werden wahrscheinlich auch dann wieder drei Räume sein. Dann ist hier der große Raum und ja, der Raum von dem Lord, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich die Wache da vorne wegkriege. Vielleicht kann ich irgendwie locken. Weil umknüppeln ist nicht, die macht mega Lärm, wenn die umfällt, und hier sind, keine Ahnung, vier andere drumrum. Der läuft an welcher Seite lang? An der, okay, aber nicht so weit, dass er an mich ranstoßen müsste eigentlich. Right. Der vielleicht schon. Mal gucken. Ja, der geht erstmal da rein. Don't mind me. Well met. Okay, da hinten wird eine Tür sein, genau. Und hier hinten ist auch noch eine Tür. Dann nehme ich erstmal die da hinten. Schauen wir mal, dass wir hier auf die andere Seite kommen. Es ist etwas dunkler. Ja, und dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge mal da hinten durch die Tür durchgucken können, ob wir hier... knappe 510 Beute müssen wir noch machen. Die werden wir uns mal organisieren.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.